Müssen nämlich mal hier lang reiten. Von links werden sie erstmal nicht kommen. Du gehst rein in die Festung. Wartest auf die nächste Woche. Ja. Sehr schön. Und wir brauchen unbedingt den aufgerüsteten Hydrateich. Aber ich mag nicht so viel Geld in andere Dinge stecken. So, Schmiede. Muss auch hier gebaut werden. Hier wollen wir auch ein Stadtrathaus haben und später das Kapitol. Nach Hause. Melanda. Tja. Häuschen, würde ich sagen, ne? Ja, definitiv. Okay, jetzt kommst du von oben runter. Holst dir aber noch Angriff. Und dann gehst du noch zum Zauberbrunnen und dann kommt Bronn und holt sich die Leute. Segen wird erlernt. Sehr schön. Ne, andersrum, du bekommst jetzt 3 davon. 94, 18... 6 ist auch nicht gerade doll, aber immerhin. 18 und die Gnolle wieder aufstocken. Genau. Und dann bist du jetzt in unserer Hauptfestung. Dort bist du der Schutz. Und er reitet weiter. So, hier können wir nichts Neues rekrutieren, aber wir können die Magiergilde Stufe 1 bauen. Und damit das Kapitol im nächsten... In der nächsten Runde, im nächsten Part wollte ich schon sagen. Ach ja. So, was fehlt uns noch? Uns fehlt der aufgerüstete Hydrateich. Definitiv. Den will ich haben. Aber dafür fehlt uns das ganze Schwefel. Wenn Rot erstmal ausgerottet ist, holen wir uns die ganzen Minen und dann rüsten wir uns aus bis zum Get-No, um Lila dann auch endgültig einen Schlag, einen Tiefschlag zu verpassen. Da muss noch irgendwo eine Festung sein. Du reitest zurück in die Festung. Und bekommst jetzt diese Leute, mit denen du dann auch ein bisschen Verteidigung üben kannst. Ein Tag noch. Ein Tag noch. An Schwefel kommen wir so schnell nicht ran. Wir haben aber wieder Holz. Vielleicht können wir noch irgendwas Kleines bauen. Eventuell auch mal in unserer schönen kleinen Festung, so süß und putzig. Holz zum Beispiel haben wir bis zum Umfallen. Und das Kapitol können wir doch in der ersten Festung bauen. Her damit! Endlich haben wir ein Kapitol! Nein, haben wir nicht. Wir haben ein Stadtrathaus. Das Kapitol kommt am nächsten Tag. Gut. Oh, neue Bevölkerung. Banditen greifen an. Aus dem Unterholz. Und dann auch noch böse Barbaren-Banditen. Das gefällt mir natürlich noch weniger. Wow. Gar nicht gut. Ihr geht mal hier hin. Das haut mir doch wieder die Leute weg. Das könnt ihr doch nicht machen. So ist schön. Hydra kann auch schon mal nach vorne. Nicht auf meine Gnolle. Pause. Ja, wir werden nochmal den magischen Pfeil auf die da machen. Schon mal wieder ein paar weniger. 12 Orkführer gestorben. Das ist doch genial. Du gehst mal hier hin. Die Verteidigung ist wirklich gut. Normalerweise wären alle Gnolle weg gewesen. Ja, nochmal gealtert. Sehr schön. Pause. Okay, die Wyvern haben es überlebt und werden nochmal geheilt. Ist zwar nicht viel Heilung gewesen, aber immerhin. Gut, das war's. 52 Gnolle sind uns abhanden gekommen. Damit meine ich nicht, dass sie verloren gegangen sind. Sie sind tot. Muss noch irgendwo eine Festung sein. Ist das eine Festung? Das ist doch eine Schlammfestung, oder nicht? Ist das nicht eine von uns? Also langsam versteh ich die Welt nicht mehr. Kapitol.
So, jetzt bekommen wir wirklich richtig viel Geld. 4000 allein durch die Festung, 2000 durch die, dann bestimmt auch nochmal 1000 durch die beiden. Insgesamt also garantiert um die 10.000 pro Tag. Das ist schon eine Menge. Damit können wir uns auf jeden Fall mit 9 Leuten ausstatten. So. Für mich ist jetzt bloß die Frage. Erstmal die hier aufstufen. Wer bist du? Wo kommst du eigentlich her? Sind wir hier in der zweiten Festung? Tatsache, nicht in der ersten. Okay, das heißt, wir könnten hier eigentlich jetzt den Hydra-Teich mal aufstufen. Es wird langsamer Zeit. Genug Festungen haben wir, dass es nicht mehr allzu teuer ist. So. Brauchen wir alles nicht. Das können wir allerdings gebrauchen. Brauchen wir für den Hydra-Teich auch? Nein, brauchen wir nicht. Nur Schwefel. Wir werden ihn am nächsten Tag bauen. Egal, zurück zu unseren Leuten. Du wirst jetzt erstmal nach unten reiten, wieder neue Leute vorbeibringen. Sonst sehen wir gleich alt aus. Ach, schon wieder Banditen. Was ist denn das? Da können wir ja froh sein, dass wir oben den Banditen gar nicht begegnet sind. Yo. Pause. Du gehst unten hin. Kannst du nämlich gleich rüber. Und du gehst schon mal dahin. Hm, der kam nicht nah genug ran. Sehr gut. Ein Echsenkrieger bei uns gestorben gerade mal. Das ist Wahnsinn. Was wir schon an Angriff und Verteidigung haben. Und das wird immer mehr. Ach, wir kommen noch nicht ran. Es ist doch zum Heulen. Nein, du wirst ihn nicht angreifen, oder? Nee. Du gehst auf die da. Ja, vergiftet. Sehr gut. Und auf die da. Aua, aua, ha. Es lohnt sich definitiv, einen Helden dabei zu haben, der diese ganzen Stats besitzt. Tschüss. Gut, das waren die Banditen. Und wieder haben wir Schätze gefunden. Wem gehört die Festung? Rot. In der Hoffnung, dass es seine letzte ist. Was ich nicht glaube. Hier wird es wahrscheinlich noch ellenlang weitergehen. Bitte nicht. Aber wenigstens können wir uns dann noch mehr mit unseren Leuten ausstatten. Das ist mir ja auch wichtig. Du gehst dahin. Okay. Und du kannst gleich mal die Leute rüberbringen. Ausbauen. Die Gnollhütte? Nein, wir wollen den Wyvern-Teich bauen. Den Hydra-Teich. Auf da! Nicht mal ein Held in der Festung. Wo sind die Helden alle hin? Hat er denn noch 20 weitere Festungen oder was soll das? Mir wurde gesagt, am Anfang der Kampagne, dass Rot sehr geschwächt ist und er in der Mitte ist und wir uns gar nicht um ihn kümmern sollen. War das eine Lüge? Mir kommt es langsam so vor. So, jetzt dürfen unsere Drachenfliegen auch mal in Aktion kommen. Genau, versammelt euch schon mal vor dem Tor. Draußen vor dem Tore. Ja, wen greifen wir jetzt an? Euch. Sehr schön. Tja, Rot, was macht ihr? Ihr kriegt ja gar nichts auf die Reihe. Ich dachte eigentlich, das wäre auf normal gestellt. Ist es noch auf einfach? Ich glaube nicht. Immerhin sind wir auch schon in dieser zweiten Stufe. Da waren ja 3 Etappen, als wir die Kampagnen auswählen. Entschuldigung, konnten. Sollte mich wundern. Darauf. Pause und tschüss. Gut. Auch diese Festung gehört jetzt uns. Verbessert Führung für noch mehr Moral.
Uff, die haben hier nicht mal ein Kreisrathaus und die können auch sogar den Hydrateich ausbauen. Wir könnten uns mit weiteren Wyvern ausstatten, aber nö. Jetzt geht erstmal bei uns in dieser Paradefestung. Nee, das war nicht die Paradefestung. Der aufgerüstete Hydrateich. Sehr schön. Ja, jetzt kostet es Schwefel, um sie zu rekrutieren und auszubilden. Gut, weiter. Nee, 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 nee. Oh. Aber die lassen uns nicht durch. Dann gehen wir halt hinten rum, dann müssen wir oben rum. Ich will sowieso mal gucken, was hier oben noch ist. Das wundert mich die ganze Zeit. Die können doch nicht so viele Festungen haben in so einem kleinen Umkreis. Es ist doch unfair mir gegenüber. Mann, 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 Mann. So, ihr kommt mit, Alemann. Wir haben keinen Schwefel mehr. Das ist aber auch nicht schlimm. Brauchen wir auch nicht. Und wir könnten hier jetzt endlich die Gnollhütte ausbauen. Wo sind sie? Da. Aufgerüstete Gnollhütte. Demnächst kommt dann hier also noch ein Schloss hin. Ach nee, haben wir ja. Das war ein Scherz für sich. Dann haben wir jetzt alles. Doch. Wir haben diese Festung komplett ausgebaut. Um die brauchen wir uns nicht mehr zu kümmern. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir die anderen beiden, ja, beiden fertig machen. Oder alle drei sogar. Denn die hier ist auch noch nicht ganz fertig. Die kriegt auch noch ein Schloss, um noch mehr Leute zu rekrutieren. Die hier muss unbedingt ausgebaut werden, damit wir hier auch mal durchbrechen können und endlich beide Seiten so ein bisschen frei haben, um, ja, uns zu bewegen zu können. Kann man doch schon so sagen. 1000 Erfahrungspunkte, da kommen wir wieder nicht durch, wegen einem Pegasus. Was haben wir hier sonst noch Schönes? Zauberpunkte. Und der rote Spieler. Der wenige Drachen hat. Woher auch immer. Das ist ja wohl das allerletzte. Freundchen, willst dich doch nicht mit mir anlegen. Genau, du nimmst die Leute mit. Können wir noch irgendwas rekrutieren? Nö. Dann reitest du auch runter. Und so kommt hier ein Schub nach dem anderen mit nach unten. Ah, du kannst einmal dort zum Stall. Einmal die Magie aufgefüllt und dann hauen wir ihn um. Ein roter Drache. Stand da nicht wenige? Oder ein paar? Oh, er hat eine sehr, sehr gute Taktik. Das bedeutet, er hat auch mehr als nur ein Level. Vielleicht um den Bogenschützen rum versammelt? Gut zu wissen. Magischer Pfeil auf den da. So, du greifst den Bogenschützen von hinten an. Dann gehst du auf 7 greifen. Nö, du gehst auf den Drachen. Ah, Geschwindigkeit für die Gnolle. Es war klar, dass er auf die will. Aber nicht mit mir. Okay, die Greifen, die kriegen wir einfach so weg. Aber ich glaube, euch möchte ich jetzt erstmal haben. Na, hat nicht ganz geklappt. Aber jetzt ist er weg. Sehr schön. Wieder einer weniger. Unsere Hydra stellt sich denen in den Weg. Auch wenn sie nicht allzu viel machen kann. Die sind weg. Alle wollen sie auf meine Drachen fliegen. Was habt ihr denn gegen sie? Die sind doch so süß. Sie haben rote Augen. Okay. Wer ist dran? Ich sehe das. Ach, ihr. Na gut, dann auf die da. Du auf die. Auch vergiftet, sehr gut. Du gehst auf die da. Leider nicht versteinert, aber dafür sind sie jetzt weg. Super. Tschüss. 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 Gut, das war's, wir haben's geschafft. Ach, ein Glück.
Kugel des prasselnden Regens haben wir bekommen. Meisterhaft Führung. Und wir können gleich mal rumgucken, ob hier noch irgendwo eine Festung rumsteht. Gut, dann brauchst du eigentlich gar nicht nach unten. Wir bleiben erstmal hier, aber du reitest schon mal rein. So. Tag vergangen. Einmal schauen, ob hier noch irgendwo eine Festung ist. Aber es sieht nicht danach aus. Doch, da ist noch ein roter Spieler. Den müssen wir uns jetzt auch noch widmen. Der muss auch noch weg. Dann haben wir das ganze Gebiet jetzt befreit von Rot. Dann kann nur noch da oben was sein. Das bedeutet, du reitest jetzt nach oben, gibst der Hexe ihre oder deine Leute. Und dann wird sie sich oben umschauen. Nee, andersrum. So. Die Drachen fliegen. 44, das sieht schon besser aus als bei der anderen Gruppe. 14 Gorgonen sind richtig geil. Auch 12 Harpienköniginnen sind super. 4 Hydren und ganz viele Gnolle, Gnollplünderer. Damit wirst du jetzt nach oben laufen. Und zwar hier entlang. Gut. Puh, hoffentlich zum letzten Gefecht gegen Rot. Dann ist nur noch Lila übrig. Aber ich glaube es nicht. 31. Nö.